Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. Wir machen gleich weiter und zwar mit dem 11. Koloss. Und er sollte irgendwo an einem See sein. Und dann schauen wir doch mal, ob wir den finden. So, einmal voll machen bitte. Und dann mache ich mal das Bildmachgerät an, wenn es denn geht. Jo, hi, Leute. So, wo ist mein Pferdchen? Komm her. So, dann schauen wir doch mal. Auf zum 11. Okay, er ist da hinten anscheinend. Und wie gesagt, die werden immer. Ich finde, dass die jetzt immer ein bisschen knackiger werden. So. Das Problem ist, jetzt müssen wir über die Brücke darüber. Oder reicht es, wenn wir hier lang gehen? Ich glaube, dass wir hier nicht rüberkommen werden, oder? Da. Hier ist auch noch eine Brücke. Ich denke mal, das wird der Weg sein. Schaut schon cool aus. Also die haben schon ganz schön was rausgeholt aus dem Game. Wenn ich mir noch zurück denke an die PS2-Zeiten. Ich habe es damals auf der PS2 gespielt. Also das kann man gar nicht mehr vergleichen, aber ist klar, neue Technik, da geht schon ein bisschen mehr. Schön in diese Richtung. Okay. Dann müssen wir hier lang. Hier müssten wir eigentlich rüberkommen, oder? Schaut gut aus. Das ist eine Art Altar. Okay, ich denke mal hier, dass hier der Boss irgendwo ist. Die Fläche ist so groß. Thank you.
Okay, aber hier runter kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Okay, wir müssten noch hier runter. Kommen wir hier runter? Hier schaut es nicht schlecht aus, oder? Okay, ich sehe den Weg schon. Ich glaube, da werde ich mit dem Pferd aber nicht hinkommen. Ich glaube, hier ist zu Fuß weiter. Gott sei Dank, wollte den Weg nicht mehr zurückgehen, wenn der tot ist. Hier ist alles voll Wasser. Wir schauen mal, dass wir hier seitlich ein bisschen gehen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der hier runterkommt. Kann ich mich alles gar nicht mehr erinnern, Leute. Ich weiß, damals noch so ein großes Vogelvieh in der Wüste, das weiß ich noch. Aber die anderen, das ist schon so lange her. Aber ist cool dann. Ich hab ein paar Überraschungen. So, wo jetzt hin? Wir sind eigentlich richtig. Das müssen wir jetzt hier lang. Oder hier lang. Wir schauen mal, ob wir da hinten hoch können. Okay, hier scheint zu sein. Oh, hier geht's nicht weiter, okay. Dann gehen wir den anderen Weg weiter. Kann's eigentlich nur noch hier weitergehen. Ich zumindest. Ja, hier schaut's gut aus. Okay. Okay, ich denke mal, dass wir hier vorne den Boss triggern. Alter! Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr! Ich sehe nichts! Kommt ihr mir hinterher oder nicht? Vielleicht schauen, dass der hier irgendwo dagegen springt oder so.
Ich glaube, dass der irgendwie so eine gegen so eine Säulen springen muss. Komm her, du Penner. Hier gegen so eine Säule springen. Nein! Oh, vielleicht könnt ihr das Podest ja Flammen nutzen. Das Podest der Flammen. What? Das Podest der Flammen? Hab da hinten schon was gesehen, hinter den Zäunen oder so, aber. Schauen wir mal, da sind Flammen. Das sind Flammen. Verstehe ich. Muss der dagegen laufen, oder was? Der kommt mir nicht. Die blöde Kamera, das ist echt beschissen. Wenn du mal aufstehen willst, wäre schon geil. Eieiei, das haben sie Glück gemacht, dass man da nicht mehr hochklettern kann. Ich glaube, dass der halt dagegen springen muss oder so. Aber die Kameraführung ist echt suboptimal. Ja, komm, leck mich. Aber dauert es mal ewig, bis der aufsteht. Was ist denn jetzt hier? Und jetzt schon so eine Flamme. Dahinter stellen vielleicht, dass ich da durchschieße.
Da vielleicht nochmal eine holen. Kommt es aber hier gar nicht mehr her, oder? Doch, da ist er schon. Alter, ist die ausgegangen oder was? Steh halt auf! Nein, das ist lächerlich, ganz ehrlich. Komm wieder an den scheiß Ding rein, ich dreh durch.
Wächter der Grube. Wie gesagt, ich konnte mir an den gar nicht erinnern. Aber jetzt haben wir den auch geschafft. Sehr schön. Kann leider nicht übersprungen werden, Leute. Scheint irgendwas mit Donner. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge erst an. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir noch einen Kommentar, Like oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, reingehauen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Andi.